Ja, servus meine Freunde, willkommen zum neuen Video Raid Shadow Legends, die zweite Folge auf meinem Kanal. Und ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, ich bin total begeistert vom Spiel. Spiele oder habe sehr lange Summoners War, mehrere Accounts hochgespielt. Jetzt hat mich Raid Shadow Legends angetan. Es ist im Endeffekt ja dasselbe Spielprinzip, darum kann ich, auch wenn ich eigentlich noch Beginner bin, schon einiges dazu erzählen, weil wer einmal den Ablauf drinne hat, der kann auch hier umsetzen. Und darum würde ich sagen, ein Einsteiger-Video vom Einsteiger für Einsteiger. Für Einsteiger, komplett Neueinsteiger oder Wechsler, denke ich, ihr seid gut hier aufgehoben. Also wie gesagt, ich bin Level 40 angekommen und habe meinen Main Farmer Kale mittlerweile auch auf 6 Sterne Level 60 mit ganz solidem Gear für mein Level, das ich ihn nehmen kann. Und würde mal sagen, das heutige Video geht zum einen Teil um Kale und zum nächsten Teil um wie mache ich mein Arena-Team. Und dann gucken wir mal. Also gucken wir uns erstmal Kale an. Kale ist ja einer der vier Starterhelden. Ich habe gestartet mit Azel, habe Kale relativ am Anfang, aber tatsächlich aus einer gewöhnlichen Shard gekriegt. Und habe dann gesehen, als sie so beide gleich waren, okay, ich sollte Kale als meinen Hauptfarmer nehmen. Und wenn man so sich rumguckt in den Videos, die es so im Internet gibt, in den verschiedensten Sprachen, sagt jeder, nehmt Kale als Starter, habt ihr mehr davon. Azel hat ein gutes Kit, auf jeden Fall, auch die anderen Starterhelden, aber Kale ist der beste Farmer in meinen Augen für den Beginn und auch jetzt der beste Großbossleger, also Clanboss, Drachen und, kann er mit seinem Gift einfach wegmachen. Darum gucken wir uns jetzt einfach mal seine Fähigkeiten gemeinsam an. Dunkler Blitz, er greift einen Gegner an, 80%ige Chance, ich habe ihn mittlerweile voll gebuckt. Hat er quasi eine hundertprozentige Chance für zwei Runden einen kleinen Gift-Debuff zu machen. Alles auf Angriff, also alle seine Fähigkeiten basieren auf Angriff. Das ist zwar der kleine Gift-Debuff, aber das auf der 1 ist schon mal gut. Und 8- oder 100%ige Chance ist auch gut. 100%ige Chance heißt nicht, dass man immer drauf hat, sondern der Gegner kann ja auch resisten. Aber es ist schon mal eine sehr gute Chance, einfach mit dem Standardangriff da ein Gift-Debuff drauf zu kriegen. Auf der 2 hat er auch eine sehr, sehr schöne Fähigkeit. AOE, er trifft alle. Und wenn er einen tötet, füllt sich sein Rundenmeter um 25% auf. Das heißt, überlegt, wenn wir so gegen Wellen spielen oder später auch irgendwann gegen Spinne. Alles, was er wegrotzt, wenn er 4 Gegner tötet, eine ganze normale Wave in der Kampagne, dann ist er gleich nochmal dran. Und zusätzlich ist der Skill noch, dass er die Crit-Rate um 15% bei dem Skill höher ist. Darum auch ein sehr schönes Ding, auch bei mir voll gebuckt. Wir sehen ihn gleich mal in Action. Sein letzte Fähigkeit Auflösen greift 4-mal zufällig an, bietet 40%ige Chance, mittlerweile bei mir 50%ige Chance. Und alle 3 Runden kann er das machen, für 2 Runden einen großen Gift-Debuff zu verleihen. Im Schnitt macht er also seine 2 Dots, also weil er 4-mal die Chance hat, zu 50% anzugreifen. Heißt aber auch nicht, dass er es sicher macht. Manchmal macht er keinen, manchmal macht er 4. Hängt auch wieder vom Glück einmal ab und dann hängt es natürlich davon ab, wie der Gegner resistet. Aber das ist so sein komplettes Kit ist sein ganzes Können. Und darum ist er so eigentlich der perfekte Farmer, Arena-Kämpfer und Bossleger. Jetzt für den Anfang gibt es nichts Besseres. Er hat auch noch eine Aura, 15% LP für alle, in alle Ecken. Aber naja, das ist jetzt nicht so wild. Hier, okay, ich bin ein Beginner. Weiter wie die 4 Dinge habe ich noch nicht gesetzt, aber man geht hier seinen Weg und hier seinen Weg. Das gucken wir uns dann an, wenn es soweit ist. Aber da es ja für Beginner ist, könnt ihr auf jeden Fall das gehen. Und nebenbei mache ich mal eine Seite auf. Die ayumilove.de, die seht ihr jetzt nicht, aber da könnt ihr, ayumilove.net. Das ist für jeden, der Raid spielt, eine echt hilfreiche Seite. Hier sind nämlich ganz viele Skills und ich hoffe, ich denke dran, es einzublenden. Wenn nicht, buchstabiere ich es einfach mal. AYUMI und dann Love wie die Liebe.
also love.net. Und da kann man sich dann die Skillungen und alles von den Helden angucken. Die sind auch gerankt da drin. Sehr, sehr hilfreich. Solltet ihr gucken, wenn ihr Raid Shadow Legends spielt. So, Artefakte habe ich so draufgepackt. Wie schon gesagt, für Kayle, je nachdem, wo man einsetzt, kann man entweder ein bisschen mehr LP oder ein bisschen mehr Angriff drauf machen. Da er noch bei mir so ein Allrounder ist, habe ich so eine Misch-Skillung, aber. Eigentlich, wenn man ihn für die großen Bosse möchte, dann macht es Sinn, ein bisschen mehr Leben drauf zu hauen, dass hier die Handschuhe vielleicht auch noch Leben sind. Ich habe jetzt hier ein Offense-Bild genommen. Dann lebt er halt länger und macht seine Dots und tötet die Gegner. Und darum denke ich, ist es besser, ein bisschen mehr Leben drauf zu packen. Gut, das sind ja eh die Standardwerte. Man sollte auf jeden Fall in meinen Augen ein Vampir-Set drauf machen, gerade am Anfang. Vampir-Set, das heißt Lebensentzug, Entschuldigung, Vampir-Summoner, aber es macht dasselbe. Immer wenn ich Schaden mache, kann ich, glaube ich, mir hier 15%, glaube ich, davon. Nee, halt um 30% des Schadens. Also ich mache 1000 Schaden und teile mich dann um 300 hoch, was sehr gut ist. Und gerade wenn ich schnell bin und viel dran bin, mit 91 schnell, ist er schon gut dabei. Kann ich halt viel angreifen, viel Schaden machen, mich häufig heilen. Und also hier habe ich noch Crit, Quote, Angriff und Geschwindigkeit drauf, aber weil ich würde tendiere dazu, wenn ich vernünftige Handschuhe mal kriegen würde, hier Leben drauf zu machen. Oder hier Leben und hier Angriff, wie auch immer, dass ein bisschen mehr Leben da ist. Aber an sich ist er für meine Verhältnisse schon gut gebaut. Mit 6 Sterne könnte ich noch einen Banner drauf machen. Aber da ich Spinne nicht aktiv farme, kriege ich das noch nicht. Aber wird mit der Zeit, wie ein paar bessere Ringe, auch noch drauf kommen. So. Genau, also Leben und Genauigkeit. Genauigkeit für die Dots und natürlich Angriff und Crit für so viel Schaden wie möglich. Jetzt reden wir mal ganz kurz, bevor wir in die. Ne, wir gehen jetzt einmal in die Kampagne rein und farmen mal. Das Schöne, also dass ich bin jetzt bei Brutal angekommen, habe auch schon hier für das Abschließen der schweren Kampagne kriegt man ja eine heiligen Splitter. Ich warte endlich auf so ein Verdoppler-Event, das ich beschwören kann, sonst gehen mir irgendwann die Monster, die ich trainieren kann, aus. Aber momentan habe ich noch, weil ich bin gerade dabei, mein Arena-Team zu bauen und keine Ahnung, gehen wir mal in Vampir rein. Was habe ich gesagt? Ich hätte gern ein paar Handschuhe und dann seht ihr schon mal, wen ich drin habe. Und darum ist tatsächlich eigentlich das Beste, was wir farmen können, das Ödland, weil ich hätte gern noch ein paar Warmaiden und noch ein paar. Ne, der ist voll. Schildgard brauche ich nicht. Nehmen wir einfach mal das hier. Und ich trainiere jetzt, sie trainiere ich einfach so mit. Und die beiden will ich jetzt demnächst hoch machen auf 4 Sterne, auf 5 Sterne, weil ich möchte, dass die Schildwache mein guter Farmer wird und ich möchte, dass War Maiden mir an ganz, ganz vielen Stellen hilft. War Maiden hat einen großen, also es ist ein 3-Sterne-Monster, und hat den großen Deathbreak und macht Schaden komplett überall auf Angriff. Also eine schöne Heldin. Und hier der Schildgard, 2-Sterne-Held, ist einer der schnellsten farmbaren Farmer. Also wahrscheinlich der schnellste farmbare Fahrer. Einfach durch seinen Skill, dass er, wenn er angegriffen wird, mit jedem kritischen Treffer füllt sich das Rundenmeter dieses Champion um 20% auf. Der angerichtete Schaden wird, also er ist komplett def. Und als Passiv entfernt pro Runde ein Debuff von diesem Champion und greift einen Gegner an, bietet eine Chance von 30 Runden für 2 Runden 51. 15%igen Geschwindigkeitsverringer Debuff zu verleihen. Der Angriffsschaden ist abhängig vom Def-Wert. Und das hier halt ist seine Main-Fähigkeit, die alle 2 Runden durch die Abklingzeit er machen kann. Und greift alle Gegner an mit viel Crit, füllt sich sein Rundenmeter halt und er ist relativ gleich wieder dran. Darum baue ich mir gerade, aber für die Arena
brauche ich erstmal die War Maiden. Ich quatsch so viel. Unglaublich. So, also, jetzt im Endeffekt die ganzen anderen Helden, die sind zwar auch gerunden, es sieht jetzt so aus, als ob sie manchmal Damage machen. Also War Maiden ist, glaube ich, hat schon ein paar gute Runen, aber alles andere nicht. Kayle kann hier alleine durchlaufen. Kayle kann mit 3-2-Sternenhelden durch die komplette Brutalkampagne laufen. Auch hier muss ich mir demnächst die Sterne holen. Es sind noch nicht die Bombenzeiten, aber es geht echt schnell. Ich habe mit ihm heute schon 3 Runden 2-Sterne-Helden gefarmt. Also es sind ja dann quasi immer 3 Stück, die man dann voll macht, die man dann zum Aufleveln nehmen kann. Also mit dem voll 6-Sternes-Kayle geht das echt gut. Ihr habt es gesehen, 24 Sekunden bin ich hier durch und eigentlich halten nur die mitgelaufenen Helden ihn aus, sonst wäre er schneller. Und das ist brutal. Die vorletzte. Nee, hier. Aber ist egal. Nur im Übrigen, das wollte ich eigentlich noch erzählen. Ich habe sehr lange den Henker gefarmt, weil in jedem Video, was man im Internet sieht, oh, Henker, geil und hier und da, dann hatte ich ihn 3, 4, 5 Mal, habe gedacht, fängst du an, ihn zu bauen? Dann gucke ich mir seine Fähigkeiten an und denke, naja, die sind ja gut, aber sind die so gut? Dann habe ich einen von den großen YouTubern angeschrieben zu seinem Video zum Henker, war schon auch ein paar Monate altes Video. Und da habe ich gefragt, hier, ist der Henker noch das Main-Ding, was man bauen soll? Weil in jedem Video, ja, bester Farmer, bester Farmer. Und da hat geschrieben, nee, nee, das war halt damals so, da gab es noch nicht alle Helden. Jetzt gibt es deutlich bessere, wie zum Beispiel die Schildwache, als Main-Farmer. Der ist gut, aber nicht so gut, wie die ganz alten Videos sagen. Jetzt habe ich ihn halt gefarmt. Ich werde ihn irgendwann bauen, aber er wird halt nicht mein Main-Farmer. So. Was haben wir noch? Mist. Mist. Ich habe gerade wahrscheinlich eine Verteidigung gewonnen. Schlachtenlog. Ja, habe ich. Ja, ich habe ja nämlich gerade einen hier noch stehen lassen, den wir angreifen können. Und jetzt bin ich aufgestiegen in die nächste Arena. Und hier sieht's. Ich mache mal Liste erneuern. Oh, weiß nicht, ob gut. Aber hier sieht's schon mal so aus. Mal gucken, ob hier ein Gegner dabei ist, den wir angreifen können. Also, ich habe ja gesagt, ich baue mein Arena-Team um. Was ist? Oh, jetzt habe ich verloren in der Verteidigung und er hat uns gleich runtergesetzt. Also vielleicht hier, wenn wir schon mal ein bisschen mehr Glück haben. Und ich würde sagen, wir greifen direkt den Smilkovic an. Der ist vom Level ungefähr wie ich. Aber ich sage euch mal was, wie ich mein Arena-Team bauen möchte. Also so sieht es aktuell aus. Die Schwester Oberin, die kann nicht viel, die hat nur ein Speedlead, ist eine Healerin. Dann habe ich Vala mit drin, weil sie einen AOE Deathbreak hat. Der ist zwar ungeskillt, nicht gut. Und halt 2 Damage-Stile. Er hat von den Punkten mehr wie wir. Mal gucken. Ich denke aber nicht, dass das uns auffällt. Ich denke, wir gewinnen. Bin ich mal gespannt. Klar kann sie reviven. Ich hatte sie ja auch lange im Team, aber hat sich nicht irgendwie für mich gelohnt. Und auch ihn hatte ich recht lange im Team. Ist ja halt auch ein Free Drop, den man kriegt. Ich fange meist so an mit Defense. Dann mache ich ein Heal, weil auch noch ein Schild drauf kommt. Aber ich habe eben zu viel verloren. Dann versuche ich mein Deathbreak zu setzen, weil er schafft's nicht. Dann ist sie dran, macht einmal das hier. Hier, sie hat gleich wieder belebt. Und jetzt ist Kayle dran. Hier ist jeder jetzt schon angeschlagen. Und da ist ja seine Fähigkeit, wenn er Leute umbringt, füllt sich sein Balken wieder. Und ihr habt gesehen, sein Balken hat sich gleich so gefüllt, dass er nochmal dran ist. Jetzt töten wir erstmal sie und jetzt machen wir Auto. Also vom Gedankengang sollte jedes Arena, so auch wie bei Summoners War, habe ich auch immer dasselbe im Endeffekt gespielt. Speedleader, Defense, also Speedleader, Attackbar Boost, Defense Break, Damage. Und so will ich jetzt auch mein Team bauen. Und das heißt, die hohe Khatun, die bekomme ich morgen. Die bekommt man ja am 30. Tag spielen, der ist bei mir morgen. Sie ist Speedleaderin und Attackbar Bufferin. Heißt, ich mache sie auch direkt auf 5 Sterne. Und mal gucken, ich weiß nicht, ob ich genug Material habe, sie auf
Hier dran, nee, sie ist grün. Das habe ich leider nicht. Genau, also ihr seht, die guten Teams haben Speed Lead hier vorne. Dann möchte ich ein Defense Break. Da bin ich ja dabei, Valar zu ersetzen gegen die Shield Maiden, die ja dann, wenn man sie voll trainiert hat, ein 100% Death Break hat. Auch 100% sind nicht 100%, Resistance immer, genau. Und dann habe ich quasi mit ihm, mit ihr Attack Bar Buff und Speed Lead, mit der Shield Maiden ein Death Break. Und dann muss ich mal gucken, wenn ich, also Kayle logischerweise mein Main Damage Dealer. Und dann muss ich mal gucken, wer die vierte Person am besten ist. Ob ich dann auch hier nochmal. Er ist halt echt heftig über mir, hat alles auf 5 Sterne und den hier, den ich nicht kenne. Den Lich. Ne, den werden wir auch nicht packen. Oh, Doppelkale. Ja, Apotheker, den hätte ich natürlich auch sehr gerne. Apotheker ist halt auch ein Attack Bar Booster und Healer. Den, wenn ich den hätte, ist mein meistbegehrtes 3-Sterne-Monster, würde ich den auf jeden Fall mitnehmen. Sieh hier das Medium. Medium ist ein Speed Lead und ein Cleanser, also Remove Debuffs. Kann man auch in der Kampagne farmen. Ich habe so oft gefarmt. Ich habe die Kampagne, das was irgendwo hier vorne, hier. Nicht hier, hier. Ja, hier ist sie. Medium. Ich habe immer nur Graubart gekriegt. Also so, ist keine Ahnung. War mir nicht gegönnt, Medium zu kriegen, sonst hätte ich sie als Speedlead drin. Aber so habe ich halt die Heilerin drin, was ja auch nicht schadet. Gut. Habe ich noch irgendeinen dicken Boss? Was sagt die Zeit? Ich quatsch so lang. Ich muss mal mich. Also Clan-Boss habe ich schon angegriffen. Sorry dafür, dass mein Clan-Boss-Team hier macht eigentlich nur Kayle den Damage. Den Monk, der macht ja auch viele Gift-Buffs. Der stirbt noch recht schnell, ist halt nur 4 Sterne. Azel habe ich mit drin. Die macht ja nochmal, glaube ich, einen Burn. Und er macht auch. Also er könnte Buffs verlängern, was er bei mir nicht macht. Und er kann auch irgendwie noch einen Debuff machen, der Schaden macht. Darum ist aktuell so mein Team. Aber auch hier würde ich Shield Maiden reinnehmen, weil die halt 100% Death Break macht, wahrscheinlich. Aber ihr seht es, mit 2 Schlüsseln mache ich momentan 2, also pro Team 2,2 Millionen roundabout. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir zum Schluss nochmal in irgendeinen Bossgegner rein. Drache habe ich mich hochgespielt. Nehme jetzt mal den. So ist aktuell mein Drachenteam. Pardon. Stimme versagt. Mein Drachenteam aber ist halt noch nicht fertig. Wir könnten fast mal probieren, ob sie schon taugt. Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich stirbt sie einfach weg, weil Valar ist halt ein Defense-Held und ist halt ein Defense-Held und hat halt mehr Defense dadurch. Aber gucken wir mal, wie wir da durchkommen. Ja, Apotheker bufft, gibt Speed Buff und Attack Bar Boost. Und jetzt sind wir schon beim Drachen. Erste Gift vom Kayle gesetzt. Azel haut auch drauf und macht hier ihren Burn-Effekt. Und dann seht ihr, Drache geht schnell drauf. Viele Dots kommen drauf. Jetzt wäre hier halt ein Cleanser gut. Habe ich halt keinen. Da warte ich auf Apotheker. Dann gehört er auf jeden Fall hier auch mit rein. Und ja, Drachenfarm würde ich gerne mehr machen, aber da bin ich einfach noch zu niedrig. Am Anfang heißt es nur Kampagne farmen, euer Team aufbauen, alles auf 6 Sterne bringen, was ihr spielen wollt, und dann kommt man hier beim Drachen auch gut durch. Und vom Prinzip seht ihr, jeder macht hier so einen Busy-Schaden. Er hat ja nur, ich glaube gar nicht, er hat gar keinen Zweck eigentlich hier drin. Klar, den Attack Lead. Ein paar Buffs macht er ja, ist okay, er ist ein Defense-Held. Kann gut was wegtanken. Azel ist für Damage da und ihren auch Burn oder was es ist.
die Kriegspriesterin heilt und Attack bufft ein bisschen. Die War Maiden war jetzt für den Death Break drinne und ein bisschen Schaden machen. Wie ihr seht, Kayle macht den Hauptschaden hier drin. Und dadurch, das hier kommt von seinem Vampir-Set, er hielt sich halt dann direkt wieder hoch. Und das ist klasse. Und darum ist er auch so ein guter Held. Und ja, das war's schon für ein Video. Schon nach 20 Minuten. Wenn es Fragen gibt, schreibt es unter das Video. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ich zeige euch meinen Progress. Und dann gucken wir, wie wir am besten mit dem, was wir haben, auch unsere, die ganzen Golem, Spinne und Drachen schaffen. Kayle wird da mit Sicherheit ein großer Bestandteil sein. In der Arena werden wir noch uns weiter nach vorne kämpfen, wenn die Teams stehen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, meine Freunde.